Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. In diesem Vlog geht es um ein etwas ernsteres Thema. Und zwar geht es darum, zum einen, wieso ich zum Islam konvertiert bin und warum ihr es unbedingt auch tun solltet. Ich werde euch eine kleine Geschichte erzählen. Doch bevor wir damit beginnen, würde ich mir wünschen, dass ihr mich abonnieren würdet, um einfach keine meiner Videos zu verpassen. Und wenn euch das Video am Ende überzeugt haben sollte und gefallen hat, dürft ihr dem Video auch einen Daumen hoch geben. Natürlich dürft ihr es auch disliken, tut. Genau, fangen wir mal einfach mal an, von Anfang an. Ich bin muslimisch aufgewachsen. Ich bin auch zum Korankurs gegangen, sehr oft, habe auch gelernt, den Koran auf Arabisch zu lesen, habe auch den Koran durchgelesen auf Arabisch, aber ich war nicht so gläubig und irgendwann wurde ich dann auch zum Atheisten. Das blieb dann noch 5, 6, 7 Jahre so, bis ich dann irgendwann ja, eine Vision erhalten habe von meinem lieben Gott Allah. In dieser Vision habe ich gesehen, wie vor meinen Augen Seiten des Korans zu sehen waren. Egal, wo ich hingesehen habe, ich habe die Seiten gesehen. Da waren Verse, also da waren Sure auf Arabisch. Und parallel dazu habe ich auch eine Stimme gehört, die ja, also das rezitiert, also das vorliest, was ich vor meinen Augen habe. Und genau, ich konnte am frühen Morgen und da wurde mir einfach klar, es kann kein Zufall sein, gerade das war surreal, mein Körper hat gezittert, also gebebt, als wäre in mir drin ein Erdbeben und das hat mich dann halt ja, also perplex gemacht. Dann, genau, ich erzähle euch jetzt auch, warum ihr konvertieren solltet. Auch wenn es keine Beweise gibt für die Existenz von Allah, wobei es für mich persönlich schon welche gibt, aber objektiv gesehen gibt es keine. Es gibt aber auch keine Beweise dagegen. Und genau das ist der Knackpunkt. Mal angenommen, ich sterbe gläubig und es gibt keinen Gott. Was habe ich dann verloren? Schweinefleisch? Na und? Alkohol? Na und? Das ist alles nicht lebenswichtig. Aber mal angenommen, ich sterbe und es gibt ein Leben nach dem Tod. Was habe ich dann gewonnen? Das Paradies. Und was habe ich verhindert? Na, die Hölle. Die Hölle im Islam hat 7 Stufen und jede Stufe ist immer einen großen Ticken schlimmer als die Stufe davor. Die Hölle heißt auf Arabisch Jahannam oder Jahim. Die 7. Stufe ist für diejenigen, die so tun, als wären sie Muslime, oder das sind halt die Heuchler, die kommen dahin. Das ist die schlimmste Art der Hölle, die man sich vorstellen kann. Schon alleine die 1. Stufe ist für diejenigen, die gläubig sind, also muslimisch sind und mit Sünden gestorben sind. Auch das ist eine sehr schlimme Strafe, die Menschen dort austragen werden und wer weiß für wie lange, also es gibt Sagungen, wo muslimische Sündner Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in der Hölle bleiben werden, um ihre Strafe abzusitzen, damit sie ins Paradies kommen können. Ähnlich wie die Hölle verhält es sich auch mit dem Paradies. Das Paradies hat auch nicht 7, sondern 9 Level, Tore. Und schon beim ersten Tor, also da kommen diejenigen, die ja, gesündet haben und nicht viel für den Iman, also für den Iman getan haben, aber halt noch geglaubt haben. Und die werden, also denen wird, das ist direkt am Tor des Paradieses,
denen werden die Menschen in der ersten Stufe vom Paradies bekommen werden. Und jetzt überlegt euch mal, es gibt 9 Stufen und je Stufe, also je höherer Stufe, desto mehr Belohnungen, desto schöner ist es dort. Und ihr riskiert euer Leben nach dem Tod, indem ihr das Leben hier im Diesseits vergeudet. Indem ihr Alkohol trinkt, indem ihr Sex vor der Ehe habt, indem ihr Schweinefleisch isst, indem ihr nicht an Gott glaubt, an Allah. Zu eurer Information, auch die Christen gelten bei uns als Ungläubige, denn die lehnen den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ab, also Friede sei auf ihn, als Prophet, und sehen Jesus, also Isa alaihi salam, als, als Gott, als Sohn Gottes. Das ist zum einen Schirk, also Gotteslästerung. Gott kann zwar schon, aber hat keine Kinder und wurde auch nicht geboren und stirbt auch nicht. Genau. Zum einen das. Also wenn du jetzt als Atheist stirbst oder als Christe oder als Jude oder als, keine Ahnung, was für Glauben es noch gibt, dann riskierst du halt damit, dass die Wahrscheinlichkeit halt immer noch besteht, dass ein Leben nach dem Tod, also das Jenseits, existiert. Und ihr müsst euch das mal genauer unter die Lupe nehmen. Informiert euch einfach mal darüber. Das ist eine 2-Minuten-Arbeit. Genau. Als ich in der Türkei war, gab es auch einen Moment, bei dem ich auch einen Beweis gesehen habe, dass es Allah gibt. Ich habe das sogar auf Video aufgenommen. Das blende ich euch jetzt gleich ein. In diesem Video sieht man auf einem Berg die Schrift Allah auf Arabisch. Da ist halt Schnee und das hat halt die Schrift Allah gebildet. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut hier. Ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber steht da hinten nicht auf Arabisch Allah? Ich meine das hier, wartet. Das ist doch Allah. Das ist Schnee. Da steht Allah drauf. What the fuck? Mashallah. Also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt extra kein Foto davon gemacht, weil man hätte gesagt, dass das gefotoshoppt wäre. Und wartet. Peace. Also ich zoome nochmal ran. Also da steht Allah drauf. Also ich bilde mir das nicht ein. Ich habe keine Halluzinationen. Meine Kamera filmt das. Da steht Allah drauf. Wow. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast einen Computer. Versuch mal durch Zufall zu warten, dass dieser Computer sich zusammenbaut. Du kannst ewig warten. Die Zeit kann unendlich lange gehen und es wird sich kein Computer bilden. Aus dem Nichts. Es gibt immer einen Erschaffer. Und diesen Computer erschaffen wir Menschen durch das Wissen, was uns Allah gegeben hat. Das gleiche verhält sich zum Beispiel, das kann man auch übertragen auf die Erde, auf das Universum. Man kann ewig warten und es könnte immer eine Ursache, und die Ursache könnte der Urknall sein, ja. Ich will das auch nicht abstreiten, aber wer hat den Urknall ausgelöst? Stellt euch mal diese Frage. Oder nehmen wir mal ein Beispiel an den Gesetzen der Menschen, die wir erstellt haben, damit die Welt funktioniert. Damit es keine Anarchie herrscht, damit alles funktioniert und nicht aus dem Gleichgewicht fällt. Diese Gesetze haben wir Menschen geschrieben, damit es halt funktioniert. Und diejenigen, die die Gesetze brechen, werden bestraft. So, und warum sollte es dann keinen Verfasser von den physikalischen Gesetzen geben? Zum Beispiel, warum fällt etwas runter? Oder warum gibt es Schwerkraft? Warum kann nichts schneller sein als das Licht?
all diese Dinge wurden festgelegt von jemandem, von einem höheren Wesen, der außerhalb von Raum und Zeit existiert. Und genau so stelle ich mir das auch vor. Deswegen sage ich euch, wenn ihr sicher gehen wollt, dass euch keine Hölle erwartet, fangt an zu konvertieren und zu glauben. Warum solltet ihr den Islam auswählen? Ich sage euch ganz einfach warum. Der Islam ist die letzte Religion, die erschienen ist. Die letzte Großreligion. Und der Islam akzeptiert jeden einzelnen Propheten, auch Jesus. Jesus ist ein Prophet im Islam. Er war kein Gott, er war ein Prophet, ein Messias, der von Gott herabgesandt worden ist, um die Menschen recht zu leiten und zu zeigen, was getan werden muss und was nicht getan werden muss. Jesus ist auch damals nicht gestorben, er wurde nicht gekreuzigt, sondern der Jude, der ihn halt gekreuzigt haben wollte, hat die Gestalt von Jesus angenommen und also durch Allah natürlich. Und Jesus wurde in den Himmel hochgehoben und der Jude wurde stattdessen gekreuzigt. Genau, die Christen glauben, dass das Jesus war, aber es war nicht Jesus. Jesus wartet immer noch auf den richtigen Zeitpunkt, um wieder zurückzukehren. So, ja, das ist der Grund, warum ich an den Islam glaube, weil das ist der Grund, warum ich gläubig bin. Das ist der Grund, warum ich 5-mal am Tag bete. Ich weiß, ich bin mir im Klaren, dass dieses Video kontrovers sein kann und wird, dass es viele negative Reaktionen geben wird, aber ich tue das ja nicht, um euch zu ärgern, sondern um euch zu helfen, um euch zu retten. Ob ihr euch selber retten wollt, das ist eure eigene Entscheidung. Ich zeige euch nur den Weg. Gut, das sollte es mit diesem Vlog gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend. Wir haben derzeit 23.57 Uhr, also fast 0 Uhr. Schlaft gut, macht es euch gemütlich im Bett und ja, vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch immer im Laufenden sein und immer benachrichtigt, dass wenn neue Videos kommen, dass sie kommen. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Adios.